Hallihallo, ihr Lieben! Nachdem ich schon jetzt eine 3-Stunden-Story aufgenommen habe und mir selber jetzt schon gedacht habe, Jemini, die ist jetzt aber ganz schön lang geworden, habe ich mir gedacht, jetzt melde ich mich noch mal kurz in ein Live-Video und das werde ich direkt gleich dafür nutzen, dann halt in meiner Gruppe auch noch zu posten. Ich würde dann ganz kurz einen Impuls nochmal senden bei euch. Es gibt ja von Thorsten Weiß eben diese wunderschönen Karten, also die Weisheitskarten. Und ich habe das... mein Licht. Ich habe das letztes Jahr das erste Mal mit meinem Mann zusammen gemacht. Da haben wir ja gemeinsam Silvester gefeiert. Und da haben wir das dann das erste Mal gemacht, dass wir uns ein Jahresöl gezogen haben. Ja? Also wir kennen ja Orakelkarten, Engelkarten, Naturwesenkarten, wie immer. Und so gibt es ja eben unsere Ölekarten. Und dann haben wir gesagt, okay, wir ziehen uns eine Jahreskarte. Und das haben wir jetzt auch dieses Jahr gemacht. Wir haben dieses Jahr Freunde da gehabt und haben ja dann wirklich auch noch Mitternacht jeder für sich eine Jahreskarte gezogen. Das war total schön. Und was eigentlich wirklich fast das Schönste war, der Christian ist dann runtergegangen und hat dann alle Öle raufgeholt, die sich jeder einzelne gezogen hat, der mit am Tisch geguckt ist. Und dann war wirklich jeder so für sich auch da geguckt und hat einfach den Tropfen auf die Handfläche gegeben, hat das Öl geatmet. Und ja, es war einfach wirklich ein wunderschöner Moment. Und ich möchte euch ein bisschen inspirieren heute. Ja, vielleicht wollt ihr selbst tun, dass euch heute oder morgen, die nächsten Tage, wie ihr immer ihr ja, Zeit und Lust habt und wie es für euch passt, ja. Vielleicht wird es euch für euch erlohe oder auch gemeinsam mit euren Kindern oder Partner, Partnerinnen zusammensitzen und euch einfach mal ein Jahresöl ziehen, ja. Also ein Öl, was euch wirklich sowas für die Thematik steht, was dieses Jahr praktisch ja, aussteht, was euch das ganze Jahr über begleiten kann. Und ja, also bei mir war es das letzte Jahr Zitrone und es war wirklich so, dass ich immer wieder auch dieses Zitronenöl, ich meine, Zitrone ist eher Öl, was man ja ständig in der Hand hat und immer wieder habe ich es demzufolge ja, in Anbetracht auf das Thema einfach auch mit angewendet, ja, sei es jetzt im Diffuser oder dann halt auch, ich liebe es ja einfach einen Tropfen auf die Hand zu geben, die Hände ganz leicht zu reiben und dann das Öl zu atmen, ja, also es wirklich aufzunehmen. Und ja, dieses Jahr ist es Zypresse bei mir. Spannende Themen. Ja, habe mich gestern auch schon ein bisschen auseinandergesetzt mit dem Thema, kann mich total identifizieren damit und es ist tatsächlich auch was, wo ich einfach auch, ja, mir selber schon ganz, ganz, ganz viel Gedanken gemacht habe und auch merke, okay, ich darf einfach auch manche Sachen viel besser loslassen, ja, weil ich bin ja auch so ein Control-Freak, sehr ungeduldig, kann nichts erwarten, habe tausend Ideen und wie soll ich sagen, manchmal fällt es mir halt dann auch schwer, ja, nicht alles zu kontrollieren oder nicht alles dann, also kontrollieren ist jetzt ein bisschen blöd, aber ja, einfach die Dinge in Lauf lassen, zum Lassen und da bin ich jetzt echt schon gespannt, ja, was sich da alles so auftut. Und die werden mir jetzt sicher gleich nochmal alles durchlesen. Also nochmal ein anderes Buch dazu zur Presse nehmen, werden wir das nochmal durchschauen. Und da freue ich mich schon riesig. Aber genau, ich würde euch jetzt gar nicht unbedingt von mir erzählen, sondern einfach auch von, also würde euch einfach auch inspirieren. Wenn ihr das noch nicht gemacht habt, ja, dann hat, ja, schnappt euch das Kartenset. Und falls ihr es noch nicht habt, ja, ihr könnt es ja auch bestellen. Jetzt kann ich noch nicht mehr Werbung für unseren eigenen Online-Shop machen. Also kann ich schon machen, aber wir haben es noch nicht im Shop. Wir werden es aber auch beziehen. Und bis jetzt hat Kinzer das immer nur bei Aromazeug machen, da gibt es die Karten und ihr könnt es auch Mitte Januar oder in der Woche nur Jahresöl ziehen, ja, also das läuft euch jetzt nicht weg, also ihr müsst es nicht in der Silvesternacht gemacht haben, ihr müsst es auch nicht heute unbedingt machen, ihr dürft es natürlich total gern, aber wie gesagt, falls wer die Karten noch nicht hat, dann könnt ihr euch die super zulegen und ja, und eure Karte ziehen. Oder, was ich eigentlich natürlich auch anbieten kann, ihr könnt mich ja anschreiben, ja, und einfach dann mich doch ganz lieb bitten und sagen, Susanne, zieh mir bitte eine Jahreskarte. Und dann mache ich das total gern, dass ihr euch eben eine Karte zieht, beziehungsweise Öl zieht und gebe euch das dann weiter. Genau. Ihr könnt es aber anders machen, wenn jetzt ihr zum Beispiel gar nicht auf Karten steht oder so, sondern aber trotzdem einfach einen wunderschönen Ölekoffer vielleicht habt, wo ihr schon gewisse, ja, gewisses
Schatzkästchen habt mit euren Ölen sozusagen, dann erkennt ihr einfach ganz intuitiv einfach mal eure Öle vor euch aufbreiten, ja, oder ausbreiten, stellt ihr die auf den Tisch oder vor euch hin, ja, und macht die Augen zu und dann spürt ihr euch einfach mal rein, ja. Oftmals ist es auch die linke Hand, es ist die intuitive, die unterstützt uns da auch nochmal besser, so in die Intuition zu kommen und dann macht die Augen zu und fahrt einfach mal über eure Öle, Schatzkästchen da drüber und schaut mal, wo zieht euch hier, ja? Und dann schnappt euch dieses Öl und genau, und dann wisst ihr genauso ein Jahresöl. Und es ist direkt auch schon eine Übung, wie man aus der Intuition einfach auch trainieren kann, da könnt ihr darauf vertrauen, egal welches Öl ihr habt, ja. Selbst wenn ihr sagt, boah, das stinkt mir ja voll an, da könnt ihr darauf vertrauen, ja, yes, it's the right oil. Und das wird ihr am allerbesten, was heißt am allerbesten, das stimmt nicht, jedes Öl unterstützt uns am allerbesten, also ihr zieht keins umsonst, ja. Aber auch eben, gerade wenn es stinkt, ja, schaut es euch an, da steckt dann wirklich auch Potenzial dahinter. Genau, ja, den Impuls würde ich euch jetzt nur mitgeben mit dem Jahresöl und wenn ihr ja, das gemacht habt oder vielleicht auch ihr davor schon auf die Idee gekommen seid, ja, dann könnt ihr das total gern kommentieren. Ich würde mich riesig freuen, wenn ich dazu ja, einen Post oder in den Kommentaren von euch lese, ja, wenn ihr mir einfach mal erzählt, welches Öl habt ihr euch gezogen und ja, wie geht es euch ja mit dem Öl, was ihr gezogen habt, was ist so der erste Gedanke, was sind so die ersten Impulse, ja, und wie gesagt, gerade so das, was man so ablehnen möchte, ja, da kann man dann eh immer davon ausgehen, hey, das ist genau das, was zu mir gehört. Ja, genau, wow, voll schön, voll viele Herzchen. Ja, gut. Schönheit sind voll, voll mit dabei. Ja, ich drücke euch ganz fest und ich wünsche euch ja, jetzt hat noch einen ganz, ganz schönen Abend und viel Spaß bei einem Jahresölziehen und natürlich auch viel Spaß im Jahr 2022. Voll die mega geile Zahl, finde ich übrigens. Ich habe ja an einem 22. Geburtstag. Und von dem her, es kann nur mein Jahr werden, ja. Und ich bin mir sicher, wenn es meins ist, ist es deins genauso. Wo cool. Und nebenbei explodieren immer nur die Herzchen. So, gut. Jetzt hören wir auf mit den ganzen Herzchen. Ich wollte das Ding ja eh noch in meine Öle-Gruppe abspeichern. Die wissen nämlich dann gar nicht, von was ich da rede mit den Herzchen. Also dann, bis bald. Tschüssi. Oh, ciao. Miriam, ich lese gerade alles Liebe für dich. Ja, ich drücke dich ganz fest, liebe Miriam. Also, ciao, ciao. So, wo geht's raus? Ciao.